Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, dem Basti. Wir sind auf S41 beim Assassinen, ehemalige Grassassine. Er ist nicht mehr krass, also ganz krass, aber ist noch gut. Ist noch gut unterwegs. Hier wollen wir ein bisschen den Char mal verstärken. Es ist teilweise überfällig, vorneweg aber noch sei gesagt, die Leaks, die es zu Shakes and Fidget gab, die spreche ich nicht separat an. Das hat Dorsa gemacht. Es kann vielleicht eine Zeit geben, wo ich Dorsa mit diesen News Konkurrenz machen kann, aber aktuell ist es nicht möglich, immer ein Video zu machen für mich. Deshalb lasse ich das auch Dorsa machen, das reicht ja eigentlich auch. Und trotzdem sei gesagt, dieses Thema Klassenbalance, also weil ich ja auch den Demon Hunter ja so ein bisschen, ja, künstlich gepusht habe an der Stelle, ne? Wenn wir jetzt mal auf hier Dings gucken, ne? Also auf dem Server hier, den neuesten W48, wo ich so ein bisschen meine Alu spiele. Also ich habe gehört, dass viele davon ausgehen, dass der Demon Hunter gebufft wird. Aber wie sähe denn ein Buff aus? Also wie kann ein Demon Hunter einen Buff haben? Ne? Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich glaube, das einzig Sinnvolle wäre aus meiner Sicht, wenn man sagen würde, dass sein Revive nicht mehr eine 25% Chance hat, sondern vielleicht eine 33% Chance hat. Was ich krass fänden würde, wäre, wenn der Demon Hunter auch gegen Magier sich reviven kann. Ne? Wenn die einfach sagen, die machen das wie beim Berserker, dass der Demon Hunter gegen Magier auch seine Fähigkeit ausspielen kann. Das fände ich ziemlich krass, ja. Aber gut, das war das Einzige, was ich mal so sagen wollte zu dem Thema. Und auf S41 geht es da um den Assassinen. Das ist mein Late-Game-Char, ja. Das wird mein Late-Game-Char werden, bleibt immer mein Char, den spiele ich weiter. Ich bin kurz davor, das Dämonenportal hier mal zu besiegen. Ich habe leider jetzt zuletzt einen Tag wieder es gar nicht geschafft, alle zu spielen. Da hat halt, ja, es ist halt ganz nice. Ich behalte mir mal 20 Pilze hier auf bei der Abenteuermaschine hier. Adventure, seit wann hat die den englischen Titel? Ja, egal. Weil da musste ich letztens auch 10 Pilze wieder opfern dafür, na, damit ich wenigstens die Alu verpasse. Das war aber doof, weil es war freitags, war Gold-Event, das heißt, ich habe das Gold-Event verpasst. Ist halt so, kann man nicht ändern. Trotzdem habe ich erstmal ein paar Skills hier. Dann habe ich auch schon, bevor ich das Video gemacht habe, einmal aufgeladen und habe mir schon in der Edelsteinmine ein paar Steinchen geholt, ja. Es sind ja nur große Edelsteine da, auf S41 sind ja viele schwarz. Ich habe leider noch keinen legendären Edelstein bekommen, das ein bisschen schade ist. Da zu dem legendären Edelstein werde ich demnächst auch nochmal ein Video machen. Könnte aber sein, dass es ASMR ist. Jetzt ist es so, dass ich gestern in der Quest diese Waffe hier gefunden habe. Und ich hatte noch zwei Waffen aus dem letzten Dungeon, Legendary Dungeon, mitunter die hier. Ich habe ja keine Legi-Waffe bekommen. Trotzdem sind die Waffen halt besser. Und ich werde jetzt die Waffen austauschen, ich werde die Steine ein bisschen austauschen, werden wir noch skillen. Und dann gucken wir mal, vielleicht, was ich auch bei den Begleitern hier noch machen kann mit den Gegenständen. Schauen wir einfach mal, wie viel besser wir dann sind, was halt geht. Denn das Sinnvollste ist es, bei dem aktuellen Event, ja, so wie es jetzt gerade läuft mit dem Event hier, mit dieser Kombination, das ist so krass, das ist wirklich ein Event. Ja, du brauchst nicht weiterreden. Weiß ich, ich hatte vorhin einen Namen dafür, aber es ist einfach so krass, diese Kombination. Also, dass man die Abenteuer überspringen kann, kostenlos, finde ich mega geil. Ich habe auf 3-4 Servern einfach heute 300 Alu gespielt. Einfach, weil ich die Quest überspringen konnte. Also, wo man ja sonst Sanduhren ausgeben muss, das geht ja auch, aber es war irgendwie ein cooles Gefühl. Dann war es ja auch so, ach ja, genau, ich nannte es Tag der kurzen Quests. Oder Wochenende der kurzen Quests, weil mit dem Char jetzt hier musst du ja sowieso bei Gold Event schon meistens nur 2,5 Minuten oder 5 Minuten Quests auswählen, um keine XP sinnlos rauszuschleudern, bzw. Abenteuerlust rauszuschleudern, damit du halt viel Gold kriegst. Aber jetzt ist ja der zweite Vorteil in dieser Kombination mit Festungsevent und Seelenevent, dass du ja natürlich durch die kurzen Quests auch noch viele Extras bekommst, ne? Also die du dann in den Char reinballern kannst. Also es ist echt wirklich
ich hatte noch nie ein Event gefühlt, wo ich so viele kleine Quests nehmen wollte, wie zu dem Event jetzt zuletzt. Also, und dass der Hexentanz natürlich geil ist, das ist jetzt der Grund, warum ich meinen Char stärken will. Denn es gibt halt vor allen Dingen im Wirbelsturm noch ein paar Etagen, wo ich sicherlich die ein oder andere schaffe. Obwohl wir natürlich den Vorteil nutzen müssen, dass die Hexe uns immer wieder den Boni gibt von 10 Millionen. Das ist mega krass. Deshalb sage ich, würde ich sagen, fange ich an. Ich weiß, ich kann sein, dass ich einen Cut machen muss oder irgendwie was. Ich fange mit den Waffen definitiv an. Die setze ich erstmal rein. Zack. Dann machen wir schon mal den ersten Schritt hier mit der Hexe, dass sie verzaubert wird. So. Weil ich werde beide einsetzen, definitiv. Das ist wohl klar. So, zack. So, das haben wir schon mal gemacht. Das ist immer ganz wichtig. Das sollte man nicht vergessen. Dann werde ich jetzt als nächstes die Runen tauschen. Beziehungsweise, nee, warte mal, was habe ich denn eigentlich? 24% Eisschaden, 29% Eisschaden. Ja, Eisschaden kann ich zwar drin lassen. Ja, ich glaube, Eisschaden lasse ich mal drin, aber den wechsle ich. Also mit Blitzschaden 34%. Dann ist das meine Hauptwaffe. Ja, das ist okay. Dann müssen wir hier natürlich auf jeden Fall einen Edelstein-Sockel hinzufügen. Zack. Zack. Und dann will ich nicht zur Hexe. Ballern wir natürlich ein paar Steinchen rein. Dann nehmen wir gleich die Besten. Die Besten vom Besten werden hier genommen, ja. Zack und zack. Jetzt ist es so, wenn ich die Waffe, also ich kann die Waffe vielleicht dem Krieger geben hier. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Da kann ich die sogar in die Toilette werfen, die ist eh jetzt nicht so gut. Und bei der, warte mal, oder ist die besser? Welche ist denn besser? Nee, die ist sogar besser. Ah, geht das mit der auch? Ja, die wandelt sich um in Stärke. Also ich kann die Waffe in die Toilette hauen, dann ist es aber halt leider so, dass die natürlich attributierten Werte nicht mehr zurückgibt, wenn ich den Stein hier rauskloppen lasse. Aber deshalb mache ich eh bei den Waffen immer nur ein kleines Upgrade, das kann man verschmerzen. Die größeren Updates machen wir dann bei den anderen Gegenständen. Ne? Also eins ist klar, meine Legis hier auf dem Char, bis auf die Schuhe, das ist ja kein Legi, und der Ring. Die anderen Items sind auf jeden Fall alle besser. Und ich guck mal, ob wir die Waffe hier gut einsetzen können. Ah, ich war schon in der Toilette gewesen. Okay, dann schauen wir mal hier nach. Also die Schuhe, die müsste ich eigentlich meinem Hauptchar geben. Ja, das ist ein kleines Upgrade. Qualität von Gegenständen plus 3 hat der hier drin. Ja, die wollte ich eigentlich drin lassen. Ich glaube, die nehme ich jetzt auch. Runen tauschen mit den Schüchen, weil dann habe ich die immer, wenn ich Epics bekomme, wird es dann auch verbessert dargestellt durch die Qualität von Gegenständen. Das ist, glaube ich, in jedem Kampfset auch wichtig, dass man die dabei hat. Jetzt könnte ich hier schauen, dass der Begleiter vielleicht Schuhe kriegt. Ja, das ist okay. Die nehme ich mal so, wie sie sind. Und dann würde ich sagen, tun wir diesen Gegenstand zerlegen. Der hat eh keinen keinen Wert mehr so. Da holen wir uns die 17.000 Kristalle erstmal zurück und haben auch immerhin verbesserte Schuhe. Da brauchen wir jetzt noch ein Steinchen. Dann nehmen wir mal. Ach komm, wir nehmen immer die besten. Immer die besten Steinchen rein. So, ansonsten, das ist das Legi besser da. Das sind jetzt maximal noch Gegenstände für die kundige Kundentunte. Und auch da sehen wir, macht es Sinn auf jeden Fall zu wechseln. Da haben wir ein schönes Plus. Lebensenergie plus 7. Ich habe jetzt eh Lebensenergie plus 9. Also Runenbonus ist da. Da brauche ich jetzt die Runen nicht zwingenderweise wechseln. Da haben wir das. Dann schauen wir mal hier rein. 583. Ja, Widerstand gegen Eis. Ich denke, da können wir die Rune erstmal tauschen. Das macht Sinn. Zack. Zack, 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 dadab. Dann haben wir hier einen Gürtel. Okay, da habe ich schon einen Legi-Gürtel drin, weil ich ja 2 bekommen habe. Den können wir also auch uns ganz normal entledigen in der Toilette. Beim Torso ist es jetzt naja, nicht so ein krasses Update, um ehrlich zu sein. Würde ich jetzt auch lassen. Ach, okay, aber ich sehe gerade. Wir haben ja hier das Ding. Das habe ich jetzt vergessen. Okay. Uff.
da nehme ich das natürlich ja, in den Negi rein. Ja. Und hier ballern wir jetzt auch ein paar Upgrades rein. Ich glaube, bei der Kundentunde mache ich alles mindestens plus 5, so habe ich mir mal gesagt. Ich glaube, da können wir auch plus 5 gehen. Das sind 10.000 Kristalle. Ich warte mal damit. Wir können aber erstmal auf jeden Fall Steinchen noch einsetzen. Nehmen wir mal den hier rein. Also hier sind nicht alle Steine. Ich könnte mir jetzt noch mehr Steine holen, um ehrlich zu sein. Aber da kriegst du halt Glücksteine, ne? Das ist geil. Stärkestein, jo geil, nehme ich. Ist eine Goldfarmquelle, ne? Ganz klar. 822. Okay, Intelligenzsteine weiß ich. Da kann ich noch einen guten gebrauchen. Da habe ich nämlich hier nicht gute Steine drin. Bei Stärke bin ich mir nicht sicher. Da habe ich jetzt einen 635er drin. Okay, na gut, den können wir auf jeden Fall auch einsetzen. Und den können wir verwerten, sinnvoll. Dann machen wir nochmal noch zwei schwarze Steinchen. Ey, was ist denn los jetzt hier? Also ich habe noch nicht mal einen Legestein bekommen, ne? Also wie oft... Ah, ich habe einen Legestein! Nice, ich habe endlich einen Legestein. Na gut, dann gebe ich denen auf jeden Fall meinen Main-Char, das ist schon mal klar. Mein allererster Legestein, geile Geschichte, Mann. Geil, dann muss ich den Titel irgendwie gleich mal ändern. Also das muss ich irgendwie den Titel geschrieben haben. Ja. Das Ding ist jetzt, wir haben hier 820 Geschick. Und 820 Ausdauer. Na, das ist natürlich, wenn ich jetzt hier einen Stein austausche. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist. Also den muss ich auf jeden Fall austauschen. Ich weiß noch nicht, ob es sinnvoller ist, noch einen zweiten Geschickstein drin zu lassen. Ich denke schon, weil vom Geschick... Es ist ja fast so viel, ne? Es ist fast so viel Geschick wie bei einem gelben Stein. Aber es ist halt auch noch Ausdauer. Und das ist halt krass. Deshalb baller ich den mal hier rein. Und jetzt tausche ich hier die schwarzen Steine noch aus. Die schlechten auf jeden Fall. So, 551, 517, 491. Okay, das 491er wäre jetzt dran. Und so sieht das doch ganz hübsch aus. 515. Das sind auch noch Kleinigkeiten, wo ich mich noch verbessern kann. 515 ist jetzt der schlechteste. Tauschen wir die jetzt einfach aus? Ja, wir tauschen die aus. Und dann schauen wir nochmal, ob wir noch einen kriegen. Huch. Ja. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber gut, die gelben Steine können wir hier hinnehmen. Das ist gut. Den grünen brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ah, doch, können wir hier auch nochmal ändern. Naja, der Magier könnte auch schwarze Steine vertragen, ne? Also, ich würde da einen schwarzen nehmen erstmal. 554, sehr guter schwarzer Stein. Den nehme ich jetzt anstelle der 517. Und da bin ich, was das betrifft, relativ up to date. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir Kristalle haben, ne? Durch die Pakete haben wir Kristalle. Da habe ich auch die Lucky Coins Achievements bekommen, dadurch, durch das Triple Profi Paket. Und die werde ich jetzt noch verbessern und dann mache ich mir einfach ein paar Wirbelsturmetagen. Die werde ich aber dann wahrscheinlich hinten dran ballern, weil hier geht es einfach nur darum, die Items zu sammeln. 10 Millionen Gold, ne, Skillen muss ich auch noch, das mache ich auch noch. Das machen wir jetzt noch entspannt oder füge ich euch ein bisschen Musik dazu ein. Beziehungsweise Skillen, das können wir noch zusammen machen und das attributieren. Da fangen wir hier auf jeden Fall mal an. Alle Gegenstände sind 6-mal verbessert.
So. Also da geht einiges. Da ist auch noch nicht das Ende, aber das Geile ist halt hier, ne, mit diesem doppelten Gold andauernd. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um noch mehr Skills zu machen. Sind ja teilweise wirklich ja, pro Item ein Skillpunkt mehr, was man sich so sichert, wenn es halt natürlich 10 Millionen wert hat. Ja, das ist nicht immer der Fall, aber schon sehr häufig. Also das ist echt sehr, sehr nice. Das lohnt sich, wenn man die Wirbelsturm-Etagen aufgesetzt hat. Jetzt kann ich nämlich mit dem zusätzlichen Gold noch skillen. Und dann sind wir bei 9000 Skillpunkten. Zumindest das mal. Das ist jetzt auch nicht mega krass, aber schon ganz gut. Ja, nice. Und dann kann ich morgen auch noch ein bisschen weitermachen. Aber das war es dann erstmal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt gerne einen Daumen nach oben. Beziehungsweise klickt auf den Daumen nach oben. Das bringt mir nichts, wenn ihr ihn nur zeigt. Und ja, Fans sind am Start. Ich sag, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, macht der Tschüss und Servus. Bye, Basti.